Yo, was Leute! Geht? Heute Hi. Machen wir was Neues, und zwar draußen an unserem Tisch hier. Das ist die Mini-Tisch-Edition. Und es ist kalt. Es geht, es ist noch ein bisschen Sonne da, deswegen ist nicht schlimm. Oh mein Gott, wir haben Dr. Auge vergessen. Ich hole ihn. Hol ihn schnell. Wir haben auf jeden Fall einmal Cola gekauft, Fanta gekauft und einmal haben wir Sprite gekauft. Und zusätzlich dazu haben wir auch heute noch ein Experiment, was wir machen werden. Und Dr. Auge ist auch mit dabei. Nicht vergessen, unter shop.arizoo.de vorbeizuschauen, denn da findet ihr nämlich immer die coolsten Plüschtiere. Und Lars hat auch 1000 Stück schon im Bett bei sich. Doch, ja, okay. Wir machen ein cooles Experiment heute. Es wird wild, es wird nice. Ihr wisst schon, was es heißt. Yeah! Wir fangen einfach ganz klassisch an mit Mentos und Cola, oder? Mentos und Cola, und wir schauen, wie hoch die Fontäne geht, okay? Das ist Hast du das schon mal gemacht? Nee, man, noch nie. Ich kann mich noch erinnern, hier ein kurzer Ausschnitt, wo wir das ausprobiert haben mit Mentos und Cola im Mund. Ready? Let's go. Wollen wir? Yeah. Oh mein Gott, die geht ja fast gar nicht. Alter. Okay. Die war relativ schwach, schmeckt's lecker. Schmeckt halt einfach nach Cola. Boah, das wird so eine Sauerei. Lass mal das gleiche nochmal probieren, aber diesmal mit Fanta. Mit Bomben! Bomben! Nein, war nur Spaß. Aber man braucht, glaube ich, noch mehr von den Mentos. Schmeckt eigentlich ganz gut. Ist so eine Coke Mint. Mhm. So eine kleine Coke ist schon nicht schlecht so. Lass mal die kleine machen, dann machen wir welche rein, machen zu und schütteln. Boah, explodiert die weißt dann nicht? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber lass mal ausprobieren. Aber du schüttelst dann. Ja, okay. Wie viel willst du da jetzt reinlegen? Lass nur zwei und dann machen wir zu und dann schüttelst du ganz oder ich schüttel, meinetwegen. Ich habe Angst, dass die Kameras getroffen werden. Also Leute, falls ihr ein bisschen mit Cola voll gemacht werdet, ist okay. Okay, bist du ready? Ja, yeah, ich bin ready. Direkt drauf, los. Direkt Deckel drauf, Deckel drauf. Du musst schütteln, du musst schütteln, hier. Boah, da ist aber schon ordentlich Druck drauf. Ich hab's richtig gemerkt gerade, wie die... Hey, Peng! Oh mein Gott. Oh. Ich mache auf, gell? Nein, warte, nein, hör auf! Nicht aufmachen, nicht aufmachen! Hä? Da ist gar nichts passiert. Ich schwör's dir, da ist gar nichts passiert. Die schäumt nur ein bisschen. Oh mein Gott! Warum passiert da nichts? Ich glaube, das explodiert, Lars. Wirklich. Oh. Mach jetzt mal hart auf. Du musst schnell aufmachen. Oh. Nein! Nee, mal Lars, ich glaube, du bist nicht so gut mit Coke. Das ist schwach. Wir probieren einfach Fanta aus. Boah, das ist so eine bäbige... Das ist eine bäbige Angelegenheit hier. Okay, ich mache jetzt so 5 Stück rein von der Fanta, okay? Mach zu. Nein, Mann, lass doch offen. Alter, da passiert gar nichts. Digga, bei Fanta passiert einfach rein gar nichts. Das ist so das gar sind alles nicht. So richtige Fake-Videos, wenn das... Ja, Mann. Alter! Also so sprudelt schon ein bisschen, aber auch nicht viel. Oh, du bist schon trocken, meine Hose ist nass. Nein, das hilft gar nicht. Wir haben hier natürlich Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Also es hieß, dass Sprite krass sein soll, aber... Du hast mir auch gesagt, Sprite soll krass sein. Wie viel machen wir rein in die Sprite? So 3, 4 Stück. Komm, warte. Okay. 1, 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yo, das geht schon. Guck mal, wie dieses Mentos da drauf sich so dreht. Stimmt, das Mentos, das sich so dreht. Oh mein Oha. Gott. Also okay. Das ist krasser. Das war schon echt viel krasser. Das hatte so eine richtige Fontäne am Machen. Und guck mal, unten schmeißt es immer noch voll viele Blasen. Alter, das ist, guck mal, die ist fast leer jetzt. Guck mal. Oh mein Gott. Wollen wir nochmal bei Sprite den Rest hier reinmachen? Aber ich mache das alles aus der Packung direkt rein. Wenn du es hinkriegst. Ja, safe. Bist du bereit? Okay, wenn du es hinkriegst. Oh, oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Alter, das fließt alles nach unten. Ey, das ist ja schon wieder fast leer. Okay, ich glaub, crazy. Das ist das klebrigste Video, das wir überhaupt jemals gemacht haben. Eines der klebrigsten, die wir je gemacht haben. Also, wir machen jetzt die Sprite blau, weil wir das einfach können. Boah, cool. Wie geil sieht das denn aus? Oh mein Gott, die Sprite wird blau. Ey, das ist wie so eine kleine Lavalampe. Oh, jetzt machst du sie ganz grün, gell? Oh. Oh, dude. Okay. Alter, ist die grün geworden? Alter, das sieht übelst nice Yo. Aus. Die sieht so krass aus. Guck mal, ey. Wie die aussieht. Halt die mal ins Licht. So sollte eine Sprite eigentlich in Wirklichkeit aussehen. Naja. Okay, jetzt haben wir unsere gefärbte Sprite in blau, die aber irgendwie grün geworden ist. Wir schmeißen jetzt 4 Mentos rein. Seid ihr bereit, Leute? 3, 2, 1. Oh mein Gott. Alter, Alter, das sieht was? So hübsch aus. Oh, 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 oh.
Hier muss man mir sein, warte, warte. Alter, wie schön. Ja, das sieht voll schön aus. Alter, ist die crazy. Ey, wie krass. Alter. Oh mein Gott. Haben wir hier überall, Alter, meine Schuhe sind richtig nass. Ja, Leute, also. Wollen wir vielleicht eine Fanta noch umfärben? Ja. Lass mal eine Fanta umfärben. Check das. Oh Gott, was passiert jetzt? Nicht so viel. Du hast einen Sprite-Deckel auf die Fanta drauf gemacht. I don't give a damn. Ah doch, guck mal, die färbt sich doch. Und sie wird blau, oder? Sie wird grün eher. Oh Gott. Die sieht aus, als wäre die alt. Guck mal, die sieht aus, als wäre die so verschimmelt. Ist einfach ein Hulk geworden. Okay. Das sieht jetzt aus wie so ein Limettendrink auf einmal. Lars will jetzt, dass ich hier ein paar Mentos reinmache. Und dann macht Lars den Deckel drauf. Ich schmeiße jetzt volle Kanne dann auf den Boden. Ja, aber das machst du dann da hinten, weißt du? Ja. Und man hat Angst, weil ich nämlich professioneller Stuntman bin. Lars ist richtiger Stuntman. Okay, let's go. Ich glaube, da passiert nichts. Doch, schüttel sie, schüttel. Das hat jetzt schon nichts gebracht. Du hast sie zu viel zugemacht. Oh, oh. Oh, da ist guter. Ich glaube, da passiert nichts. Nein, ich will die nicht aufmachen. Die Monster Sprite, doch, mach sie auf. Gönn dir einen Zip. Ich habe Angst. Da passiert, glaube ich, gar nichts. Oh. Was heißt denn, da passiert? Du musst ein bisschen aufmachen und dann musst du sie werfen. Auf den Kopf. Ja, okay. Mach. Das wird gut, Mann. Du musst nur dran glauben. Du bist so ein Vollzocker. Hat's funktioniert? Nein. Oh Mann, ich bin jetzt voll mit grüner Fanta. Ja, das ist so ein Klassiker. So, jetzt haben wir herausgefunden, Fanta funktioniert nicht so ganz. Sprite ist ganz gut und Cola ist auch gut. Fanta funktioniert überhaupt nicht. Sprite ist das Beste, wirklich. Ja. Aber was wir jetzt testen müssen, ist ein Experiment, was wir die ganze Zeit schon machen wollten. Und zwar Elefantenzahnpasta. Die Elefantenzahnpasta, so heißt die. Falls ihr die nicht kennt, die erklären wir euch. Also Leute, jetzt kommen wir zur Elefantenzahnpasta. Lars hat sich das gewünscht. Damit man das hier ausführen kann, muss man ein paar Dokumente unterschreiben, weil nämlich diese Lösungen, die man hier kauft, die sind nicht so ganz sicher. Aber daher, dass wir uns die Sicherheitsvorkehrungen durchgelesen haben und wir auch eine Schutzbrille tragen und auch Handschuhe, fühlen wir uns eigentlich bereit, das zu machen. Ich bin auf Sicherheitsabstand. Genau, Lars auf Sicherheitsabstand. Ich bin der Chemiker hier heute. Und ihr seid live dabei, Leute. Hallo Leute, na, wie geht's euch? In jede von dieser Flasche werden wir jetzt diese Lösung hier hinzufügen. Wasserstoffperoxidlösung. Also im Prinzip machen wir das jetzt auf und schütten jede Flasche davon etwas rein, sodass da ordentlich ein wenig Schmackes drin ist. Es sind einfach nur gewöhnliche Glasflaschen. So, und hier kommt jetzt ein wenig destilliertes Wasser rein. Lars, kannst du mir kurz die Seife gleich holen? Bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht ein bisschen zu viel destilliertes Wasser ist. Wir haben jetzt hier drei von diesen Flaschen und drei Gläser. Und wir machen jetzt hier überall ein paar Spritzer von dieser Seife rein, damit wir da ein bisschen Seife mit drin haben. Und zusätzlich dazu kommt jetzt ein bisschen was von dieser Lösung hier rein. So, und wir mischen das jetzt so in dem Verhältnis, dass es irgendwie sich richtig anfühlt. Und deswegen tragen wir auch diese Handschuhe hier. Dann haben wir hier einmal grün, haben wir hier einmal rot. Das Gelb sieht aus wie so ein bisschen Senf. Okay, ich gehe jetzt erstmal aus der Schussbahn. Ja, ich mache die jetzt nacheinander, okay? Okay, Leute, geht in Deckung hinterm Bildschirm. 3, 2, 1. Oh nein. Jetzt kommt was. Oh nein. Oh, okay. Das ist wie Fanta. Das ist einfach wie Fanta. Oder vielleicht ist es zu viel Wasser? Es schäumt aber auf jeden also Fall. Also es schäumt. Unser erster Versuch schäumt auf jeden Fall. Können wir den zweiten Versuch auch ebenfalls nochmal ausprobieren. Ich gebe mal einfach so diese Peroxidlösung da rein, ohne Wasser. Wir schauen, was passiert. Oh, oh ja, das geht schon ein bisschen schneller hoch. Oh. Okay. Oh mein Gott. Aber oh, da ist jetzt keine Seife dabei. Alter, das schäumt ja mega. Ach du Kacke. Das schäumt viel besser, aber da ist keine Seife mit drin. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird rot. Oh mein Gott, was passiert hier? Das wird einfach lila. Oh oh. Oh mein Gott. Was ist zum Teufel? Okay, warte. Oh, oh. Ich gebe ein bisschen Seife dazu. Okay, also was... Oh mein Gott, dieses eine, das sieht aus wie so eine Kackwurst. Ich habe eine Idee, was wir machen. Das ist, als hätte einer auf den Tisch geköttelt. Wir machen da jetzt einfach viel Seife mit rein. Aber ohne Wasser. Kommt da was? Ja Mann, da kommt was. Ist es grün? Das sieht auch wieder so aus wie so eine Cagwurst. Das sieht aus, als würde einer rauskacken. Oh mein Gott. Aber warum schießt es nicht so krass raus, frage ich mich. Weiß ich auch nicht. Oh mein Gott, sieht das bescheuert aus. Oh, oh, oh mein Gott. Mach das mal da weg, das Ding. Mach das da weg. Oh. Ah, mach das da noch weg. Oh. Oh mein Gott, Junge, das ist einfach so lilaner Dampf. Schnell, raus aus dem Dampf. Das ist bisher der Beste gewesen. Oh, oh Mann. Ja,
Und jetzt? Guck mal in die Kamera, Roman. Alter, ich schätze, ich kann gar nichts sehen. Ich komme mir vor wie so ein schlechter Chemiker, was ich auch bin. Alles klar, drei. Und zwar schnell rein damit. Sieht aus wie Kacke. Echt? Warte. Warum schießt es nicht raus? Alter, das ist heiß. Zum Glück trage ich Handschuhe, Alter. Boah. Guck mal, wie das aufgeht. Das riecht ja auf jeden Fall verbrannt. Oh mein Gott. Alter, wie das da durchläuft. Aber vielleicht können wir ja noch ein bisschen destilliertes Wasser reinmachen. Vielleicht passiert dann was. Oh nein! Als hättest du so ein Feuer gelöscht. Nein! Okay. Also wie ihr seht, Leute, wir haben einmal grün, einmal so ein orange und einmal so ein weiß hinbekommen. Falls ihr noch eins sehen wollt, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war Lars, so sieht er jetzt gerade aus. Und das bin ich. Guten Tag, ich bin Roman. Wir sind jetzt hier fertig. Jetzt müssen wir diesen ganzen Schrott hier aufräumen. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, Leute.